Dario Tadic wird angespielt. Dario Tadic hat Zeit, hat Platz und macht das, was Dario Tadic eben tut. Er trifft zum insgesamt 15. Mal in dieser Saison. Er stößt damit auch Deni Alla von der Spitze der Torschützenliste. Ein schwacher Trost an diesem Abend für den Kapitän des SKN. Und fast wäre sich auch noch ein Treffer ausgegangen. David Riedler mit einem Hammer aus der Distanz. Fast hätte der U21-Nationalteamspieler nach seinem ersten Saisontreffer letzte Woche einen zweiten folgen lassen. Die St. Pöltener ziehen also mit hängenden Köpfen von da.